Was wolltest du heute Anfrage schicken an deinen Vorgesetzten? Ja. Wegen was? Um nachzufragen, ob es vor ungefähr, ob es vor 10 bis 12 Jahren irgendwas richtig Großes gab, was verschwunden ist. Access denied, Score, incisive, ja, Score unzureichend. Das ist sehr nett von meinem Vorgesetzten, dass es gab, was ich darf es noch nicht wissen. Das heißt einfach nur, also selbst, es kann heißen, dass es was gibt, es kann aber genauso heißen, es gab nichts Ja. und die wollen nicht, dass du weißt, dass es nichts gab. Erstmal Wut schnauben. Und dann noch Berichterstattung. Unter Umständen fällt dann noch was ein. Ja, du bekommst auf jeden Fall eine Anfrage zurückgeschickt. Sicherheit der Schockerwunden. Prozentangabe bitte angeben. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie sicher war ich mir, dass das Schocker waren? Also das sah sehr nach Schockerwunden aus. Also sage ich mal 95, denn 100 gibt es nicht grundsätzlich. Allein, dass sie es nachfragen, das ist schon sehr besorgniserregend auf jeden Fall. Eben. Ja, ich gebe jetzt mal 95% an. Wenn ja auch irgendein Idiot mit einem Streamer-Handschuh gewesen sein, der zweimal draufhauen müsste oder so. Kommt daraufhin noch was? Ja, es bleibt ganz kurz ruhig, dann piepst das Terminal wieder. Du siehst ein Bild, und zwar ein Bild von Ludwig Schlosser, so wie er mal ausgesehen haben muss. Eine Aufnahme offensichtlich, wie er in einer dunklen Gasse steht und mit jemandem redet, den du nicht ganz sehen kannst. Das Bild ist verruckelt und ja, scheint von einer Überwachungskamera gemacht worden zu sein. Datum? Ist kein Datum angegeben, tatsächlich. Nehme an, ich habe auch keinen Ton. Kein Ton. Was sehe ich denn in dieser Aufnahme? Nicht viel tatsächlich, nur die Ludwig. Und dann verschwindet das Bild und eine Textdatei wird eingeblendet. Öffne sie. Du überfliegst die Daten kurz und darfst mir mal kurz eine Probe auf Artefaktkunde ablegen. Jetzt kommt der heiße Scheiß. Plus Gerissenheit. Als Combo. Genau, also erst Gerissenheit, dann Artefaktkunde. Das ist schon etwas besser. 3-2 also. Ja. Ja, du überfliegst das Ganze kurz. Bist dir nicht ganz sicher, was das zu bedeuten hat, aber die Liste auf jeden Fall, die da eingeblendet wird, das sind recht hochwertige technische Bauteile. Dinger, die nicht unbedingt in die höchste Kategorie von Technik spielen, die sich hier wahrscheinlich befindet, aber doch weit genug oben, dass sie ein ordentliches Sümmchen wert ist. Was hat diese Tabelle, die den Chronisten vorlegt, mit diesem Video zu tun? Mit Ludwig? Wahrscheinlich ist dein Score nicht hoch genug für alle Informationen. Ja, das vermute ich ja auch. Sonst steht da nichts oder auch keine weiteren Angaben. Mission fortsetzen. Okay. Ich präg mir diese Liste jetzt mal ein. Vor allem die technischen Komponenten, von denen wir sprechen. Für mich jetzt kurz zum Verständnis, um was geht es da so ungefähr? Also Ganz, klingt ganz. das nach Waffe? Tatsächlich eher nicht. Also, es klingt eher nach technischen Bauteilen. Okay. Das ist wirklich querbeet, also wirklich random, muss man ganz ehrlich sagen. Nicht, als ob jemand gezielt was zusammengestellt hätte, sondern ob jemand. Also, es ist wirklich alles, was man sich so vorstellen kann aus dem Spektrum. Okay. Kann ich die Kamera herausfinden, die diese Aufnahme gemacht hat? Wahrscheinlich könntest du das schon herausfinden, aber auf jeden Fall, du bist jetzt ziemlich sicher, dein Vorgesetzter will dir irgendwas sagen damit. Ja, genau. Sollten überlegen, ob du das Richtige kombinieren kannst daraus. Woher haben die Chronisten eine Liste mit Artefakten und Technik, die offensichtlich mit Ludwig zusammenhängt? Der, wie es aussieht, Artefakte und Technik aus den Asservatenkammern der Ja, Richter verkauft hat. Ja, ich nehme die Informationen, also
Ich gucke mir diese Straße auf der Kamera nochmal genau an. Kann ich irgendwie zuordnen, wo das ist? So ganz ungefähr? Irgendwo im Technikzentrum würdest du raten. Okay. Ja, wie gesagt, ich präg mir das ein, präg mir die Liste ein. Und gehe dann wieder zurück zu den anderen. Ein Problem. Währenddessen die anderen. Wollt ihr noch irgendwo suchen oder reicht euch, dass ihr die Schlafstätte durchsucht habt? Was erwarten kann man? Also, ich hatte mich ja, wie gesagt, erstmal ein bisschen verbinden lassen und wenn Dreher dann zu mir kommt oder zu uns kommt und sagt, dass er nichts gefunden hat oder wenig gefunden hat, außer den paar Schräubchen, dann Asservatenkammer, Klo. Die Asservatenkammer darfst nur du rein. Dann würde ich nur ich da rein. Mal ansehen, was dann da so da rumliegt. Die Asservatenkammer tatsächlich in diesen einzelnen Kasernen. Ja, besteht im Endeffekt aus einer vergitterten Tür oder einer Stahltür, die verschlossen ist und hinter der mehrere Regale finden, in denen man einfach alles lagert, was man Leuten abnimmt, das illegal ist, das verboten ist. Ja. Burn landet recht schnell bei den Spitaliern, die es vernichten. Technik landet irgendwann bei den Chronisten. Aber ja, Waffen landen hier zum Beispiel, wenn man sie Leuten abnimmt. Genauso wie andere illegale Schmuggelsachen. Viele Dinge aus Afrika unter anderem. Der Raum selber ist nicht sonderlich groß. Besteht aus Metall und ja, den Schlüssel bekommt man tatsächlich nur bei den ja, Chefs hier. Wie es aussieht, drei davon. Vollstrecker nennt man die. Das ist der Rang, der hier das Sagen hat. Dann würde ich mich mal zu denen begeben. Sind die hier gerade vor Ort oder in der Nähe? Einer ist auf jeden Fall immer da. Der Mann, ein großer, kräftiger N50er, würdest du sagen, mit einem weißen Schnurrbart, musterte dich, als du ihn fragst, ob du in die Asservatenkammer kannst. Warum? Ich bin im Auftrag von Drexler hier. Was will der alte Herr Lunke? Dass ich da rein darf. Und warum? Wie warum? Weil ich mir die angucken werde. Weil es könnte sein, dass daraus etwas fehlt. Ach. Ja, er mustert dich kurz und lass mir mal eine kurze Probe auf Ausdruck machen. Ja, ich muss gerade mal schauen. Sind wieder 6 Würfel. Irgendwelche zusätzlichen Dinge? Gut, es ist kein Protektor, sagtest du. Nee, da, wenn Autorität hast du auch. Genau, wenn ich mit Protektor reden würde, dann würde es klappen. 1, 2, 3 und eine 6. Er mustert dich. Zuckt da mit den Schultern. Scheinbar hat er keine. Willst du das mit Drexler erklären? Ach, mir kann's egal sein. Was fehlt, bist du schuld. Er greift unter seinen Mantel und zieht einen stählernen Schlüssel hervor. Lang und viele Kratzer aufweisend. Er reicht ihn dir. Danke. Bring ich dir gleich wieder. Tipp mir an den Hut und geh mal hinein. Ja, du begibst dich erstmal zur Asservatenkammer und schließt sie auf. Mit einem Quietschen öffnet sich die Tür. Der Raum selber dahinter ist nicht sonderlich groß. Wirklich nicht groß. Gerade mal, ja, 3 Meter auf 4 Meter, würdest du sagen. Die Wände sind vollgestellt mit Regalen, die mit allem möglichen Kram komplett überfüllt sind. Das meiste davon ist einfach Krust. Dinge, die man vor Jahren irgendwem abgenommen hat. Gefälschte Gewichte. Messer, irgendwelche Flaschen, Stoffe, ja, alles, was man so hier finden kann. Ist das chronologisch sortiert oder einfach nur sortiert? Eingeräumt nach Häufchenprinzip? Ja, es ist gehäuft worden. Okay. Also du persönlich hast mit Beweismitteln ganz andere Erfahrungen gemacht. Die werden in der Hochstadt viel sorgfältiger verwahrt. Das hier ist für dich irgendwie der Overkill. Also du kannst nicht nachvollziehen, wie die Leute hier was finden.
Dann würde ich mich mal in der Asservatenkammer selbst ein bisschen umsehen und schauen, ob es da sowas gibt oben, dass man da so einen Lüftungsschacht mal beiseite heben kann. Wenn man vielleicht auf so einen Müllberg mal drauf, was heißt Müllberg? Asservatenkammer, wenn man mal auf die Asservaten draufsteigt und da dann irgendwie so eine Platte, Blechplatte nach beide zur Seite schieben kann. Irgendwie hinterm Licht oder so, ob man im Boden so eine Metallplatte anheben kann, ob es da irgendwas gibt. Würfel mal Wahrnehmung plus 2, bitte. So, muss ich gerade mal schauen. Instinkt 2 sind 4 Würfel. Mit deinem Bonus. 3 Erfolge. Also 2, denke ich mal. Achso, die 3. Nee, gestimmt, die 3 nicht. Entschuldigung, die 4. Du guckst dich um tatsächlich, aufmerksam. Du weißt, wonach du suchst, und es dauert ganz schön lange. Du klopfst den Boden sorgfältig ab, untersuchst die Decke, und dann stößt du mit deiner Schulter gegen eins der Regale. Und du siehst, wie es ein Stück zur Seite rutscht. Das Ding ist doch eigentlich viel zu schwer. Du guckst nach unten und siehst, dass die Bodenplatte von dem Regal locker ist. Ja, dann das Regal so abstellen, dass ich an die Bodenplatte ran kann. Die ja mal, nochmal kurz einen Blick zur Tür abgeschlossen. Dass ich erstmal alleine hier bin, auch den Schlüssel von ihnen stecken lassen und dann an die Bodenplatte herantreten und mal beiseite heben. Du musst erst das Regal zur Seite ziehen, was erstaunlich leicht geht. Du erkennst Schleifspuren am Boden. Das wurde wie aus Teufel gemacht. Die Bodenplatte selber lässt sich ganz leicht lösen. Darunter eine blecherne Kiste. Ungefähr so groß wie zwei Tupperdosen. Kann ich die unter meinem Mantel verstauen? Sollte gehen, oder? Bei zwei Tupperdosen? Ja, es würde schon gehen. Dein Staubmantel ist ja groß. Hm, gut. Dann wird die Kiste an mich genommen, verschlossen wie sie ist. Nochmal geguckt, dass sie nicht klappert. Und die Bodenplatte wieder verschlossen, wenn sonst nichts drin ist. Da ist nichts mehr dran. Gut. Regal wieder zurückschieben. Aufschließen und mit dem Schlüssel wieder zurück zu dem Protektor. Das ist kein Protektor, das ist ein Vollstrecker. Richtig, ja, Und mein Rang weiter, Entschuldigung. der nimmt dir den Schlüssel auch wieder ab, grunzt dann. Scheinbar nimmt man es hier mit der Asservatensicherung nicht ganz so ernst. Sauhaufen. Ganz fetter Sauhaufen. Ihr solltet mal ein paar Stadtrichter oder ein paar Vaganten losschicken, um da Ordnung zu machen. Haben wir schon letztes Mal. Die haben wir vor einem halben Jahr schon. Sind noch nicht wieder aufgetaucht. Habt ihr sie drin Genau. gesehen? Stecken wir doch Er mal immer noch lacht. drin. Verhungert. Ja, dann fordert halt mehr Vaganten an. Dafür sind die Neulinge noch da. Die haben Wichtigeres zu tun. Vielleicht wird aus denen später mal ein guter Advokat, wenn sie da aufräumen. Er lacht. Dann lasse ich es lieber unordentlich. Du willst lieber Protektoren haben. Okay. Kann ich Leute, die sich mit verstehen. Papier den Arsch abwischen, habe ich genug. Alles gut. Ich danke dir für den Naja, Gefallen. Gefallen. mach, dass du davon kommst, Tintenkleckser. Tipp mir wieder den Hut und geh ab. Kein Problem. Du kannst auch Dr. Johnny und, Dreher wieder treffen. Dr. Johnny währenddessen macht die Protektoren und die Stadtrichter im Eingangsbereich sehr, sehr nervös. Also du siehst auch wirklich, wie sie Blicke zu dir rüberwerfen. Irgendwas an dir scheint sie sehr zu verstören. Vielleicht, dass ich sie gar nicht beachte. Unter anderem. Du bist gerade so ein bisschen am Warten, als du auf einmal Der Dr. Johnny läuft quer durch den Raum durch. Er hat seine Molluske in der Hand und führt sie an der Wand entlang, am Boden, an jeder Ecke, um die Zeit totzuschlagen, einfach nur. Und um sicherzugehen, dass sie nicht auch nur der Hauch einer Verschwörung ist. Du bist gerade dabei, die Ostwand zu untersuchen, als dir jemand in den Weg tritt. Hey, Spitalia. Hey, du. Was? Nach vor dir siehst du einen Richter mit schmutzig blonden Haaren. So Anfang 20, würdest du schätzen. Hey, du bist ein Spitalia. Ja. Ich hab da so einen Ausschlag. Ja, kannst du den mal ansehen? Sobald du tot bist, mache ich das. Gerne. Was? Der Ich Ausschlag untersuche ist aber tödlich? Leichen. Ich bin gut darin, Leichen zu untersuchen.
Ich will aber... Scheiße. Er guckt dich an und... dreht dann um. Scheiße, das ist unheimlich. Ja, Können Sie schon mal einen Termin machen? Der Schritt des Richters beschleunigt sich, sodass er fast in Malorn hineinrennt, als er den Eingangsbereich verlässt. Dann schaut man Malorn an, wie als wenn man die ganze Zeit auf ihn gewartet hätte. Ah, gut, dass ihr wieder da seid, Richter. Gut, ab nach draußen, ich will das nicht hier tun, ich hab was. Ja, keine Verspurung gefunden, wie ihr befohlen habt. Ausgezeichnet, danke. Dreher? Ja? Du musst was für mich aufmachen, komm mit. Ja, ab nach draußen. Draußen wartet Buck schon auf euch. Wieder irgendeine stille Ecke gesucht, meinetwegen wieder das gleiche Etablissement, wo wir auch vor ein paar Stunden schon gegessen haben. Dass man sich dahin zurückzieht und dann, irgendeine Kleinigkeit trinkt und auch damit Dreher wieder klarkommt und ein bisschen frische Luft schnuppert, hat er jetzt mit den Leichenvögeln ein bisschen schlechte Luft gesammelt, dass man da jetzt von dieser guten, eisengeschmägerten Luft wieder ein bisschen wacher wird. Und dann würde ich ihm mal dieses Kistchen rüberschieben. Mach das mal auf. Ja. Ich schaue mir das Kistchen mal an. Das Kistchen, ist aus Stahl. Es ist auf jeden Fall in der Manufaktur gefertigt worden, würdest du sagen. Mhm. Relativ hochwertig. Mhm. War sicherlich nicht ganz billig, das Ding. Zugenietet oder zugeschraubt oder mit Klippverschlüssen? Es hat ein Schloss tatsächlich. Ein Schloss. Okay. Der Dreher kramt einmal in seinen Hosentaschen und zieht dann drei lange Nadeln und ein gebogenes Stück Draht heraus und fängt an, damit in dem Schloss herumzustochern. Ich werfe auf Handwerk, richtig? Genau. 2 Sechsen und 3 Erfolge. Ja, du persönlich machst dich an die Dekonstruktion des Ganzen. Mhm. Schloss knacken selber ist nicht so ganz dein Ding, das wäre Fingerfertigkeit. Aber das Ding auseinandernehmen ist natürlich Handwerk. Du schraubst die Verschlüsse ab, sieht wie ja er ein verschiedenes Werkzeug herausholt und dann ein bisschen an den Scharnieren rumwerkelt. Metallspäne fliegen in alle Richtungen. Und dann klappt das Kästchen genau in die umgekehrte Richtung auf. Ihr wolltet es doch nicht noch benutzen, oder? Kannst du danach behalten. Ich würde es mal wieder zu mich heranziehen und dann langsam und vorsichtig öffnen, sodass dann auch Dr. Johnny mal reinschauen kann. Ja, das Erste, auf das sein Blick fällt, ist ein ganzer Haufen Wechselscheine. Dick gebündelt. Backe sind inzwischen auch wieder da. Was ja, gerade den haben wir auf jeden Fall mitgenommen, den Bug. Was heißt dicke Bündel Wechselscheine? Also reden wir jetzt hier von 100, reden wir von 1000? Schein. Ja. Also das Bündel ist auf jeden Fall, lass mich kurz schätzen, ich bin so schlecht am Schätzen von Dicken, lass mich kurz messen. Also wenn es halt mehr als 100 sind, dann ziehe ich erstmal ein paar Scheinchen raus und drück mal Dreher, so 50 Wechsel oder so in die Hand, ohne Kommentar. Ja, also das dicke Bündel ist auf jeden Fall sehr dick, es werden auf jeden Fall ein paar tausend Wechsel sein. Viel, viel Geld. Aber wie gesagt, für die ersten 50 gehen erstmal an Dreher, ohne einen Kommentar, zubbel ich die da mal raus und gib sie. Ja, das sind übrigens, ein Bündel besteht aus 20 Wechselscheinen, fast ausschließlich. Ja, dann kriegt er halt 60. Ach, oh, danke schön! Oh, was fangen jetzt, wofür denn? Ganz ruhig, da ist noch mehr. Das zweite, was da drin liegt, ist ein Beutelchen aus einem sehr, sehr feinen Stoff. Du kennst diesen Stoff tatsächlich als einziger hier, Malorn. Weil Dr. Johnny wird ihn auch kennen, das ist Samt. Ja, würde ich einfach mal Dr. Johnny rüberschieben, darf er mal öffnen. Und man streicht es mal einmal drüber, führt das ganze Ding quer über das Gesicht, dass der Samt sozusagen einmal das gesamte Gesicht bedeckt, beziehungsweise berührt, indem man das Gesicht streicht. Und das Ganze dauert so ungefähr 20, 30 Sekunden, also immer wieder wird übers Gesicht gestrichen, bis dann der Doktor sich endlich dazu entscheidet, das Säckchen vor sich hinzustellen und vorsichtig zu öffnen mit zwei Fingern.
Und dann dahinter schauen. Das Säckchen ist tatsächlich leer. Halt, stopp, da ist noch was. Ein einzelnes Ding liegt noch darin. Und man dreht das Säckchen jetzt mal langsam von innen nach außen, ohne dass man eben das anfassen muss, was da drin ist. Mit einem Pling fällt das Metallstück heraus. Es ist länglich und sehr, sehr scharf. Du kennst, weißt, das ist Dr. Johnny, das ist ein Skalpell. Nicht nur irgendeins, das ist ein. Also, das sind Spezialskalpelle aus Stahl geschmiedet von Stahlmeistern. Unglaublich scharf. Ohne Griff tatsächlich noch. Also, man kann natürlich schon jetzt anfassen, aber normalerweise wird dafür noch ein extra. Das ist die Klinge von dem Skalpell nur. Ja, ist nur die Klinge tatsächlich. Eine Skalpellklinge. Wirkt sehr edel und wertvoll. Ja. Stimmt, 100 Wechsel wert. Ja. Wenn man da drankommt. Und das letzte, was noch drin ist, tatsächlich in der Kiste, ist ein in Leder gebundenes Büchlein. Es sieht ziemlich aus wie ein Kodex. Sein Kodex hatte ich aber schon gefunden. Da war ja da sein Name drin. Den habe ich ja auch noch an meiner Seite. Ja, man genau. Öffnet einfach mal, schaut mal nach, in welcher Sprache denn da wohl das geschrieben drin steht. Also es ist auf jeden Fall in Borkisch geschrieben. Ja, das kann man. Und das sind Listen. Ist aus, hat er alles, was er je verkauft hat, aufgeschrieben. Mit Preis, an wen oder wie ist das organisiert anscheinend? Es ist in drei Spalten organisiert. Als erstes natürlich schreibt er hin, was er verkauft, dann an wen und dann den Preis. Dann fünf Schuss Gewehrmunition. Ich überfliege mal den höchsten Preis, also einfach mal irgendwo, wo die meisten Nullen hinterstehen, da mal mit dem Zeigefinger stehen bleiben. Der höchste Preis ist 1200 Wechsel. Für, ja, du bist dir nicht ganz sicher, was er da geschrieben hat. Er hat erst eine schreckliche Klaue. Die Zahlen kann man entziffern. Für die Schrift brauchst du ein bisschen länger tatsächlich. Es handelt sich, wie es aussieht, um Automatische Pistole. Automatische Pistole, sowas? An wen? An eine gewisse W. W. Dann schaue ich nochmal nach einem Namen, nicht mal nach einem Preis. Und ich würde gerne mal wissen, ob er etwas von Bosch gekauft hat oder an Bosch verkauft hat. Also, er hat meistens nur Initialen verwendet, tatsächlich, für die Leute, die an die was verkauft hat. Also E taucht häufiger auf. Mhm. Könnt ihr euch hier denken, wer das ist? Klar. Manchmal taucht ein C auf. Dann ein DE. Ein was? Ein DE? Genau. Aber das W taucht auch regelmäßig auf, tatsächlich. Drechsler. Murmel ich nur vor mich hin. D für Drechsler? D für Drechsler. Was auch immer das E ist. Und damit wickle ich das Buch wieder zu. Darf ich kurz einen Blick auf das, was verkauft wurde, werfen? Nein. Man hat nämlich eine Liste gesagt von leicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht wirklich, was das für eine Liste ist. Es stehen auf jeden Fall teure Dinge drauf. Welche Dinge kennt ihr denn? Das ist sowieso euer Kontakt. Ich kenne mich damit nicht aus, deshalb. Aber er hat gemeint, es war schwierig dran zu kommen. Naja, dann hast du die Liste da oder kennst du an die was Liste, dran zu kommen? Wovon redet ihr? An die Liste. Nein, ich habe die Liste nicht da. Okay, er wollte sie uns verrecken nicht rausgeben. Du willst jetzt also dieses Buch nehmen, dieses Beweismittel und damit zu deinen zwielichtigen Leuten. Nein, ich will reinschauen. Was bringt es dir, wenn du reinschauen kannst, aber du die Liste nicht da hast oder auswendig kennst? Ich habe mir ein paar Sachen aus der Liste gemerkt. Okay, dann welche Sachen, welche Zeile? Spielleiter, was genau war auf der Liste? Also jetzt einfach so exemplarisch ein paar Sachen raus. Darfst du gerne ein paar exemplarische Dinge nennen? Ein Schocker. Also ein Schocker war nicht drauf. Also auf der Liste? Ja. Ja, einfach hier ein Mikroprozessor, Arbeitsspeicher, elektronische Bauteile für Computer halt. Also du sagst mir jetzt eine Zeile, wo das ungefähr stand, irgendwo oben oder in der Mitte oder unten. Die Liste war definitiv kürzer als das ganze Buch. Ja, da verstehe ich nicht, was wir hier gerade tun.
Ich glaube, dass es sich bei der Liste um vermisste Objekte handelt. Ja, natürlich tut's das. Die hat er bestimmt verkauft, deswegen werden die vermisst. Das habe ich in der Asservatenkammer gefunden. Das sind bestimmt Dinge, die er alle aus der Asservatenkammer rausgenommen hat. Das sind die, die er rausgeschleust hat. Da muss ich jetzt kein Genie sein, um da irgendwie noch eine zweite Liste mit ins Spiel zu bringen. So. Dann wird dein Kontakt die andere Liste haben und dann den Ankauf. Er hat hier den Verkauf. Dementsprechend ist deine Liste auch kürzer. Das ist ein Beweismittel. Damit stecke ich das Buch in die Innentasche meiner Lederrobe und schieb die leere Metallbox rüber zu Dreher. Zwack da nochmal so 200 Wechsel raus und schieb sie ihm auch rüber. Soll ich dir die genaue Zahl der Wechsel schreiben? Kannst du gerne machen. Ich notiere mir das dann hier und wie gesagt, die anderen, also 260 Wechsel hat dann jetzt Dreher bei sich. Der rollt einmal die Augen in den Hinterkopf und kippt fast von der Bank. Wehe, du versäufst das. Du kannst das natürlich auch für Nutten ausgeben, aber so viel Geld sollte gut angelegt werden. Und du solltest damit auch nicht im Technikzentrum rumprahlen, sonst schneidet man dir die Kehle auf. Ja, danke. Wenn ihr noch irgendwas braucht, einfach sagen. Ich kann alles beschaffen. Oh Gott, so viel Geld. Vor allem will ich erstmal dein Vertrauen. Was immer hier. Was auch immer, ja. Ja, schieb dir das halbe Bündel rüber. Könnt ihr es für mich behalten? Ich glaube nicht, dass ich so gut aufpassen kann. Ich geb's dir am Ende wieder. Dann sortiere ich die Scheine wieder dazu. Wie geht's jetzt weiter? Wie viel ist das wohl ungefähr, Richter? Wie viel? Wie viel Geld ist das wohl ungefähr, schätzt ihr? 4.500, so in dem Dreh. Ja, hat eine Menge aus den Asservaten verkauft. Damit werden sich eine Menge Feinde gemacht haben. Irgendwer wird ihm das so übel genommen, dass er ihn umbringt? Also um diese Summe zusammengekriegt haben, muss er entweder wirklich richtig teure Technologie verkauft haben, oder... Wir wissen nicht, dass das teuer ein automatisch... Autompistol war. Also Waffen verkaufen ist unglaublich rentabel. Aber wenn man natürlich Waffen aus dem Bestand der Richter stiehlt, das ist natürlich sehr, sehr problematisch. Ich möchte auch zu bedenken geben, dass das nur das Barvermögen ist. Das heißt, er kann was übrig ist. Genau, er kann überall anders noch weiteres Geld besitzen. Ja, er kann auch Geld ausgegeben haben. Genau, ausgegeben haben. Das ist also nur noch der Rest. Ja. Gut, also, ich frage nochmal, wie machen wir jetzt von hier aus weiter? Gehen wir jetzt nochmal in Richtung des Kartells, oder? Die Medana haben damit auf gar keinen Fall etwas zu tun. Ich glaube auch nicht, dass die Apokalyptiker damit etwas zu tun haben. Auch wenn einfach eine Zeugin mit dem Namen E nicht wirklich vertrauensvoll ist, ob sie ihn geliebt hat oder Peng, das interessiert mich nicht, aber ich glaube trotzdem nicht, dass die Apokalyptiker damit was zu tun haben. Also, hier hat jemand sehr, sehr viel Geld aus seiner Asservatenkammer beschafft, hat das verkauft und das ist nicht unbemerkt geblieben. Waren das jetzt Richter, waren das Chronisten oder waren das Schrotter?